Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Heute werden wir wieder das Hauptspiel machen, und zwar die Bakterie und auf mega brutal. Ihr habt ja wahrscheinlich das Video letzte Woche gesehen. Ich habe euch meine Taktik gezeigt, wie ich so ziemlich jeden Erreger besiegen kann. Und das ist sie. Ich zeige euch mal nochmal ganz kurz, was das da alles drin ist. Wir haben die Bonus-DNS für zusätzliche DNS-Punkte. Wir haben den Landbonus, damit sie sich schneller über Land ausbreiten kann. Die Symptome, also die statischen Symptome, damit die Symptome eben schön günstig bleiben. Dann die Übertragungsmutation, damit vor allem bei dem Virus die Übertragung beschleunigt wird. Und hier habe ich einfach Widerstandsfähigkeit, aber das sollte eigentlich mit allen anderen auch funktionieren. Dann starten wir einfach mal. Und jetzt lädt's. Willkommen zu Plague Incorporated, bla bla, und stopp. So, wir wollen auf jeden Fall ein Land infizieren. Wir beginnen einfach mit China, weil China ein sehr guter Ort ist. Von China, also erstmal in China sind viele Menschen, kann man schnell viele Leute infizieren. Von dort aus breitet es sich nach Indien und auch nach Russland aus. Und diese beiden sind sehr wichtige Länder. Das sind nämlich einer der wenigen Länder, die einmal zu Grönland gehen und einmal nach Madagaskar. Und ja, es kann auch sein, dass die Schiffe auch von Australien oder von Südafrika kommen oder auch von Saudi-Arabien hier nach Madagaskar. Aber Indien ist wieder ein Land mit sehr vielen Einwohnern, wo sich eine Krankheit eben auch schnell ausbreiten kann. Und Russland ist nun mal auch ziemlich dicht dran an Indien. Und dadurch ist China der perfekte Mittelpunkt quasi. Dann lassen wir das Ganze mal einfach laufen und sammeln hier die ersten Punkte ein. Ja, Androstress befällt China. Ich habe jetzt einfach mal den Namen gelassen. Schon ziemlich viele Spiele heißen jetzt Androstress einfach. Ich sah nicht wirklich einen Sinn dahinter, das zu verändern. Dann lassen wir das mal ein bisschen schneller laufen. Und wir warten, bis wir 11 Punkte haben. Dann holen wir uns hier gleich Arzneimittelresistenz 1. Ist einfach nötig, um am Anfang vor allem dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen davon infiziert werden. Und wenn man dann eben die Arzneimittelresistenz hat, ist es eben einfacher auf schwierigeren Stufen. Das macht es dann einfach einfacher, das Spiel zu gewinnen. Und wir haben hier noch 9 Punkte, die werden wir jetzt noch nicht benutzen. Ich würde gerne noch ein bisschen warten. Und zwar bräuchten wir 14 insgesamt für die nächste Sache. Fest der Liebe in China. Jetzt haben wir 13 Punkte und haben wir 14. Und jetzt machen wir Folgendes, wir holen uns Ausschlag, wir holen uns Schwitzen und wir holen uns Hautläsion. Und der Grund dahinter ist einfach, schaut euch die Ansteckungsgefahr an. Hautläsion ist extrem gut in Ansteckungsgefahr. Es hat einiges an Schwere, das kann sein. Und das wird auch später dazu führen, dass wir eben entdeckt werden. Aber es ist einfach extrem gut in der Ansteckung. Und deshalb werden wir das auch benutzen. Und wir haben schon über 100 Leute infiziert. Die DNS-Punkte gehen hoch. Und wir können noch mehr einsammeln. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Und da haben wir es schon. Wir brauchen 12 Punkte für Vogel 1. Das wird sehr wichtig, weil mit dem Vogel können wir sehr leicht von Land zu Land übertragen. Und das wird halt hier vor allem wichtig. Androstress erreicht Pakistan. Ihr seht, der Vogel, wahrscheinlich Vogel, hat direkt, wohin? Da, Pakistan, hat direkt ein neues Land infiziert. Es könnte auch sein, dass irgendwelche Leute waren, die über die Grenze gegangen sind, aber ich denke mal jetzt, das war der Vogel. Und da haben wir auch schon Russland. Und jetzt müssen wir eben dafür sorgen, dass es sich dort möglichst schnell ausbreitet. Und das machen wir eben mit dem Viehbestand. Russland sowie auch Indien sind eher ländliche Regionen und da bringt Viehbestand halt relativ viel. Und Indien haben wir jetzt auch.
Also wir haben die beiden wichtigsten Länder, die wir infizieren müssen, schon infiziert. Und das ist so ein Spezialventil. Großer Vogelzug erwartet. Das bedeutet einfach, wir müssten jetzt hier Vogel 2 holen. Dann könnten wir das Event quasi freischalten. Das sorgt quasi dafür, dass extrem viele Vögel, infizierte Vögel in andere Länder einfliegen. Aber wir haben noch nicht so viele infizierte Menschen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Vögel infiziert sind, relativ niedrig. Und wir haben Wasser-1-Übertragung mutiert, das ist ziemlich gut. Das heißt, wenn irgendwelche neuen Richtlinien dazu kommen, dass irgendwie ein neues Reinigungsverfahren auf den Schiffen angewendet wird, dann können wir das eben dadurch verhindern. Und dann gehen wir mal zu den Symptomen und machen genau dasselbe wie hier drüben, nur auf der anderen Seite, also Übelkeit, Erbrechen und eben Durchfall. Und Durchfall ist ähnlich wie Hautläsion, hat ein bisschen weniger Ansteckungsgefahr, ist aber trotzdem ziemlich, ziemlich gut. Und deshalb holen wir uns das auch. Jetzt werden wir natürlich noch schneller entdeckt, aber das wird nicht allzu schlimm sein. Und wir haben unser erstes infiziertes Boot hier unten. Und das fährt irgendwo nach Mittelamerika. Ja. Mittelamerika halt. Und dann haben wir dort auf dem amerikanischen Kontinent schon mal ein Land infiziert. Und das ist ziemlich gut. Ansteckender als HIV, sehr schön. China wird jetzt ziemlich schnell infiziert werden. Und ich würde hier gern noch Arzneimittelresistenz 2 holen, denn die reichen Länder sind da sehr schwer zu infizieren. Wir brauchen 26 Punkte und wir haben 28. Dann holen wir uns das und als nächstes genetische Verhärtung. Weil nicht mehr lange, dann entdecken sie uns. Ihr seht, unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Jetzt beginnen die langsam uns zu erforschen. Erster Todesfall in Korea. Okay, wir holen uns genetische Verhärtung und danach eigentlich auch schon genetische Verhärtung 2, damit die Forschung möglichst verlangsamt wird. Ja, China startet jetzt Arbeit an Heilmitteln. Am Anfang ist es noch sehr niedrig, ihr seht gerade mal eine von diesen Fläschchen, keine Ahnung, wie sie heißen. Jedenfalls müssen wir das verhindern. Und wir brauchen 25 Punkte. Das ist nicht mehr weit, nur 5. Und wir haben inzwischen ganz China infiziert. Und, ah, genau, jetzt hat sich's um 1 erhöht, aber egal, hier haben wir genetische Verhärtung 2. China schließt Flughäfen. Ja, der Schaden ist schon so ziemlich getan. Es sind ziemlich viele Leute schon infiziert. Indien sind schon 80.000. Russland hat gerade mal 5.000. Es wird hier ein bisschen schwierig. Und dann sorgen wir mal dafür, dass es eben noch ein bisschen infektiöser ist. Hier zum Beispiel mit Zysten, Überempfindlichkeit und so. Und dann holen wir uns hier noch Anämie. Also alle Level 1 und 2 von den, ja, von den Krankheiten, von den Symptomen. Und da haben wir gerade Südafrika infiziert. Und da kriegen wir gerade die USA rein. Also es läuft ganz gut. Hier haben wir schon ein paar europäische Länder. Und jetzt infizieren wir hier gerade Afghanistan ganz schön. Es sind eine Menge Leute schon. Wir haben Südamerika erreicht. Wir sind so gut wie in Mitteleuropa. Jetzt machen wir folgendermaßen, so. So sollte es dann aussehen. Also wir brauchen hier den Wahnsinn, ja. Wir brauchen hier die Lähmung und danach kommt auch noch Koma. Und die braucht man dringend, um eben die Heilmittelforschung quasi auch ein bisschen zurückzusetzen und gleichzeitig eben auch noch die Krankheit etwas stärker zu machen. Aber das kann noch ein bisschen warten. Wir sind noch nicht so weit mit der Forschung. Und dann holen wir uns hier noch ein bisschen oben was ziemlich ansteckend ist, aber geringe Schwere hat. Und jetzt kriegen wir die ganzen Länder hier rein. Ganz viele DNS-Punkte haben wir jetzt. Jetzt werde ich auch mal hier. Ja, 14 Punkte. Ich glaube, als nächstes machen wir Vogel. Vogel 2 meine ich. Weil wir schon ziemlich viele Länder jetzt infiziert haben und es sich dann noch besser ausbreiten kann. Also, ja, so sieht unsere Krankheit aus, ziemlich tödlich. Naja, noch nicht besonders tödlich, aber ziemlich gefährlich. Und jetzt holen wir uns Vogel 2. Und jetzt passt auf. Da haben wir ein neues Land.
Und wir kriegen auch schon eine Menge Punkte. Okay, es ist nicht ganz so das entstanden, was ich erwartet habe. Normalerweise steht da so außergewöhnlicher Vogelzug. Aber scheinbar habe ich es jetzt verpasst. Ah, da haben wir es. Und wir haben auch jetzt schon wieder einige neue Länder infiziert. Es läuft also ganz gut. Wir haben auch viele Punkte. Und wir schauen mal kurz. Heilmittel ist bei 7%. Das ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Wir machen hier mal bakterieller Widerstandsfähigkeit 1 und 2 und uns diese beiden Punkte. Und dann gehen wir zu den Symptomen und wir holen uns Wahnsinn und wir holen uns auf jeden Fall schon mal Lähmung. Und Koma danach können wir uns leider noch nicht holen. Deshalb holen wir uns Immunsuppression, das ist extrem wichtig. Deutlicher Anstieg an Mutationen ist natürlich ein bisschen tödlich, aber die erhöhte Mutation sorgt unter anderem dafür, dass wir mehr Übertragungswege bekommen. Und deshalb holen wir uns das auch. Und ihr seht, wir haben fast schon die Hälfte der Welt infiziert. Ein paar wichtige Länder fehlen leider noch. Unter anderem eben Grönland und Madagaskar. Aber ich sehe gerade, Madagaskar wird von Australien aus infiziert. Und dann läuft das auf jeden Fall. Grönland fehlt auf jeden Fall noch. Die Karibik haben wir gerade infiziert. Das ist sehr schön. Wie sieht es hier unten aus? Neuguinea, Indonesien, Philippinen. Haben wir alle schon infiziert. Heißt eigentlich fehlt nur noch Grönland. Grönland wird relativ schwierig. Australien bei Heilmittelforschung führend. Ja, das ist mir eigentlich relativ egal. Wir holen uns Koma. Und dann holen wir uns hier noch Hämophilie, weil es einfach das letzte von der zweiten Stufe ist. Und dann holen wir uns hier noch Viehbestand 2. Ist ziemlich wichtig. Damit sich das eben auch in ländlichen Regionen wie große Teile von Afrika infiziert. Und dann sollte das laufen. Ich habe gerade gesehen, noch ein Boot ist in Madagaskar reingekommen. Und wir haben Grönland. Also wir haben praktisch das Spiel durchgespielt. Wir müssen jetzt nur noch auf Grönland warten, bis wir richtig tödlich werden können. Androstress tötet rasant. Ja, wir haben schon eine halbe Milliarde Menschen getötet, ohne wirklich dafür was zu tun. Also wir haben keine besonders tödlichen Krankheiten uns jetzt geholt. Heilmittel zu 25% fertig. Ja, ist mir eigentlich relativ egal. Wir werden aber auf jeden Fall Insekt 1 holen, weil ganz viele heiße Länder sind noch ziemlich frei von Infektionen. Und Luft 1 würde ich mir auch ganz gerne holen, damit es in den trockenen Gebieten besser infizieren kann. In Grönland haben wir 10. In Island haben wir gerade mal 126, da haben wir 11 und in Kanada haben wir auch schon über 200.000. Also da läuft es auf jeden Fall. Und ich denke mal, wir liegen ziemlich gut in der Zeit, wir haben eine Menge Punkte. Wir müssen halt nur warten, bis Grönland ein bisschen infektiöser wird. Wir müssen aufpassen, dass kein Land irgendwie nicht infiziert bleibt wie Westafrika hier. Das könnte ein bisschen schwer werden, aber sollte eigentlich nicht. Die Häfen sind noch offen. Es kann also noch weiter infiziert werden. Und, schade, ich dachte, das Boot würde genau dorthin gehen. Aber jetzt haben wir auch Westafrika, also es macht keinen großen Unterschied mehr. In Grönland haben wir gerade mal 54, das ist ziemlich wenig. Dysenterie, mal schauen, was es ist. Ja, ist eine weitere Form von Durchfall. Von mir aus machen wir hier noch ein paar mehr einfache Sachen, solange wir eben noch auf jeden Fall Nekrose holen können, weil es eben etwas günstiger ist. Und wir wollen es auch eigentlich nicht zu tödlich haben, weil sonst tötet es die ganze Menschheit ab, bevor wir überhaupt alle infiziert werden können. Ja, ich denke mal, wir nehmen uns jetzt einfach mal Nekrose. Ich meine, hier in Grönland sind schon einige infiziert. Und ich denke mal, wir holen uns außerdem noch hier bakteriellen Widerstand 3. Und dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen schneller laufen. Ich habe fast die ganze Zeit gequatscht und kaum etwas gemacht. Sie haben 50% vom Heilmittel. Ja, gut, von mir aus. Wir haben 1000 Leute in Grönland. Das ist sehr schön. Und ihr seht, Afrika geht jetzt down, also da ist jetzt jedes Land so ziemlich infiziert. Und wir können mal kurz schauen.
Marokko, Grönland und Algerien sind noch nicht komplett infiziert. Grönland, schauen wir uns mal an. Okay, Grönland ist komplett infiziert. Und jetzt fehlt nur noch Marokko. Und jetzt können wir auch noch mal tödlicher werden hier mit dem hämorrhagischer Schock. Ja, schlecht ausgesprochen, aber von mir aus. Und Marokko haben wir. Und jetzt holen wir uns auf jeden Fall vollständiges Organversagen und innere Blutung, damit wir es haben. Und Genombildung 1 und wir haben so ziemlich gewonnen. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Sehr schön. Und jetzt können wir hier zwei Sachen wegmachen. Rückentwicklung wird halt teurer. Aber am Anfang ist die Rückentwicklung eben noch bei 2 und dann bei 1. Und beim bakteriellen Widerstand holen wir uns auch nochmal zwei Sachen. Dann können wir hier bei der Genombildung 2 noch ein paar mehr Punkte reinholen. Und können die Forschung eben noch mehr verlangsamen. Auch wenn ich jetzt schon praktisch gewonnen habe. Und ich habe gewonnen. Also ich konnte es mir gar nicht mehr holen. Da waren noch Punkte. Ja gut. Also wir haben es geschafft. Das war Bakterie auf extrem brutal. Krankheitsverlauf sieht so aus. Ja, also immer schön die Ansteckungsgefahr höher machen. Schwere, ja gut, kann man nicht viel was daran ändern. Tödlichkeit ist erst relativ spät hochgegangen. Weltverlauf. Ja, sieht ganz okay aus. Ihr seht unten am Anfang, wo das fast komplett gestoppt hat. Das war nicht so ganz toll. Aber an sich lief das eigentlich ganz gut. Und der Heilungsverlauf, ja, sie haben gerade mal 50% bekommen. Also das ist überhaupt kein Problem. 415 Tage. Wow, ich glaube, das ist tatsächlich ein neuer Rekord. Freut mich. Und da haben wir die Bewertung, wir haben die DNS-Sequenz, ist komplex, Schwierigkeitsgrad mega brutal, Krankheitstyp Bakterie, Zeit 415 Tage, Heilmittelfortschritt 49%, okay, ich dachte 50, ja gut, ich beschwere mich nicht drüber. Gesamtwertung 75.330 Punkte und 4 von 5 von diesen Gefahrzeichen. Also ich glaube, das lief ganz gut. Und das war's so ziemlich mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge machen wir wahrscheinlich den Virus. Und ja, wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.